Das Auto geht von alleine aus. Wieso, wie bist du überhaupt damit zur Arbeit gefahren? Mit ihr haben wir gestern Probefahrt gemacht. Das musst du reinziehen. Ja, für diejenigen, die nicht wissen, um was es geht. Keine Ahnung, Hauptsache wir haben den Fehler gefunden. Meine Schwiegermama hat mich gestern angerufen und hat gesagt, Micha, mein Auto wirkt ab. Ich so, ja, da muss ich ein bisschen mehr Gas geben. Ich so, nein, das Auto wirkt einfach ab. Ich so, okay, machen wir mal eine Probefahrt. Zieht euch mal dieses Phänomen rein. Also ich habe selber noch nicht geschafft, das Fahrzeug auszulesen oder irgendwas da dran zu machen. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich den Fehler eh finden werde. Aber sowas habe ich noch nie im Leben gehabt. Guck mal. Nicht erschrecken, du musst dich festhalten, gell? Ich muss mich erst mal anschneiden. Ja. Ich gebe ein bisschen Gas. Warte, wir fahren. Zack. Ich bin nicht vom Gas weg. Siehst du? Das Auto geht von alleine aus. Keine Drehzahl, gar nichts. Ich so, wie bist du überhaupt damit zur Arbeit gefahren? Ah ja, ich bin 20 km/h gefahren, nicht mehr. Und das Lustige ist auch, Kofferraum geht auf. Guck mal, ich schwör's dir, was ist mit dem Auto? Warnblinkanlage geht von alleine an. Ist doch praktisch. Ja. Und guck mal, der Kofferraum, ey. Ungelogen. Also das ist ein Ford, Leute. Da, der ist offen. Ich habe da nicht dran gezogen. Also ich habe nur dran gezogen, aber nicht gedrückt. Ford. Ich liebe dieses Auto. Mike guckt wahrscheinlich auch gerade das Video an und denkt sich, Alter, geh mir weg mit der Karre. Siehst du jetzt? Der Motor läuft einwandfrei. Ich habe den Motor ja wieder gestartet. Und wenn wir ganz langsam fahren, passiert nichts. Also man darf nicht über 2000 Umdrehungen kommen. Das heißt, so ist sie die ganze Zeit von der Arbeit und zur Arbeit gefahren. Ich schwör's dir. Einwandfrei, gib ein bisschen mehr Gas, zack, und Servolenkung funktioniert nicht mehr, nichts funktioniert, weil der Motor natürlich nicht läuft. Also das ist auf jeden Fall lebensgefährlich, sowas. Ich hoffe, die Heckklappe geht nicht wieder auf, die geht immer nur sporadisch auf. Also gut, das wird interessant sein, was der als Fehler rausspuckt, weil wir hatten das letzte Mal bei dem Auto das Problem, dass Ventilschaftabdichtungen undicht waren. Wir mussten den kompletten Motor so revidieren. Alles, was eine Dichtung hat, haben wir ausgetauscht. Der Turbolader ist uns flöten gegangen, oder besser gesagt im Fahrzeug. Was hatten wir noch ausgetauscht? Katalysator. Weil ihr wisst ja, wenn Ventilschaftabdichtungen kaputt gehen und zu viel Ruß ins Öl reingelangt. Ruß, das ist so, wie ist es? Verkorkung. Also Abgase gelangen ins Öl rein, dann verkorkt so das Öl und dieser Rußanteil, der dann im Öl schwimmt, er ist so wie Schleifpapier für den Turbolader. Was machen die modernen Kfzler? Hä? Schatz. Wie sie machen wir jetzt die Fehlersuche? Mit dem Diagnosegerät. Ja, also die Alten oder Alteinsässige, die gehen so zum Auto hin und sagen, jawohl, das ist der Fehler. Du hast keinen Plan, du kannst nur in dein Diagnosegerät reinschauen. Und die Modernen, die gehen auf www.ml24.shop, holen sich ein gescheites Diagnosegerät, lassen sich von unseren Technikern, Supportern und so weiter beraten und können auch endlich mal sauber arbeiten. Aber ich bin mal richtig gespannt, was da jetzt ist. Das NVCI ist drin. Zündung einschalte. Verbraucher bitte alle aus. Oder ein T90.000 anschließen, oder? Updates habe ich keine Zeit durchzuführen. Warte. Nummer S. 12 Volt Versorgungskreis. Okay, WCM. Batterieüberwachungsmodul. Was hat denn der? Steuergerät. Feststellbremse, okay, vielleicht sporadisch. Karte, Masse oder Volumenstrom.
Korrelation, Kraftstoffverteilerrohr, Systemdruck zu niedrig. Systemdruck zu hoch, also zu niedrig und zu hoch. Warte, fangen wir mit dem an, was am einfachsten ist. Was haben wir gesagt? Okay, Batterieüberwachung. Hier war auch irgendwas mit 12 Volt. Hier war Steuergerät. Ha. Ha. Okay, Batterie. Starten wir mal den Motor. Saugen Einschalter bitte, gell? Sonst können wir hier vergasen. 14,42 Volt. Und es springt hin und her, siehst du das? Also ich gehe gerne immer auf Echtzeitdaten, aber natürlich müssen wir auch an der Batterie das Ganze abgreifen. Guck mal, was wir hier anzeigen. Wir haben hier eine Batteriespannung von oft über 15 Volt. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Hier springt es immer über 15 Volt. Wir hatten schon mal so einen Fall gehabt, dass die Fahrzeugbatterie defekt war, die hat irgendeinen Zellenschluss gehabt und dann komischerweise hatten wir über 15 Volt gehabt. Eigentlich ist es ein Generatorregler, aber mal sehen, wir messen es mal. Da habe ich hier was Schönes. Ne, das haben wir auch im Online-Shop, was ganz praktisch ist. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Multimeter. Gespannt. Batterieklemme. Erstmal bitte die Gebrauchsanweisung lesen. Ich lese nie die Gebrauchsanweisung. Anweisung. Anleitung, Anweisung, keine Ahnung. Anleitung. Ja, Widerstand kann ich hier messen. Aha. Ein Oszilloskop. Ist hier auch mit an Bord. Also gut, wie messen wir das Ganze? Hast du gesehen? Guck mal, hier. 15 Volt Spitzenspannung. Mindestspannung 14 Volt. Das ist nicht in Ordnung. Was ist das jetzt? Der Generator oder die Starterbatterie? Das können wir ganz leicht herausfinden, ob es die Batterie ist. Was haben wir Schönes im Regal, Schatzi? Viel zu viel. Ach. Viel zu viel. Was? Viel zu viel. Ich würde sagen, damit wir prüfen können, ob das die Batterie ist, da ist ja auch so ein Schutzschalter dran. Ne? Oder Leute, sag mir mal, was das ist. Ich will jetzt nicht ins Teilekatalog reinschauen, was das hier ist. Könnt ihr mir das sagen? Aber wir können schon mal prüfen, ob die Starterbatterie irgendwas hat. Ich klemme sie hier ab und tue dazwischen unseren Jumpstart anschließend. Dann machen wir mal eine Probefahrt oder messen die Spannung. Okay. Jetzt haben wir die Batterie abgeklemmt am Pluspol. Ja, natürlich muss man zuerst Masse abklemmen, aber Masse will ich dran lassen, weil dann gehen wir hier mit unserem Jumpstart hier dazwischen. Das Gute ist, du kannst ihn auch nicht verpolen, umpolen. Und klar, das, was ich mache, ist hier kriminell. Man soll schon kein Tuch oder so dazwischen tun. Funken, Feuer, ja, aber... Ja, ich habe nur deine Schwiegermutter hier auch. Ja, ich bin gut versichert. Okay. Auch wenn die Versicherung nicht zahlen wird. Zahle ich es halt aus meiner eigenen Tasche. Das wäre ihr Glück jetzt, gell? Da wäre sie das Auto endlich los. Die Scheißding. Nee, du hättest Arschkarte, dann müsstest du ihr das Passende suchen. Ich gebe dir mein BMW. So. Da können wir die Boost-Funktion einschalten. Nicht erschrecken, das war nur ein kleiner Vogel. Darf ich hier bleiben? Ich will nicht mitfahren. Guck mal, ob der Pol sauber ist. Was ist der Pol? Bist du mich verärgert? Hier. Was ist der Pol? Gehst du ins Auto und starte ins Auto? Nein. Ich guck. Ich bin doch schon die Kamera vor.
wackeln. Coole Stahl. Guck mal, die Masseleitung, Schatzi, bitte. Ein bisschen. Was ist die Masseleitung? Das, was nicht rot ist, das Schwarze. Sag mal. Einfach da dran wackeln. Ja, mach ich gerade. Fußfunktion. Beim Jumpstart. Warte mal, ich habe nur zwei Hände. Ich halte eine Kamera. Fußfunktion. Und wo ist hier nochmal die Fußfunktion? Nein, wo ist die Fußfunktion? Die Kabel, da wo die Kabel fast sind. Schwarzes Griffleiter. Ja, und jetzt am Massekabel. Beste Frau! Gratuliere Ihnen! Maschinen! Ist nicht wahr? Du hast es geschafft. Warte, lass mal so. Kennst du oder was? Ja. Was hatten wir davor für eine Spannung gehabt? Ja, in die 15 Volt hatten wir gehabt. Dass wir hier auf dem Dorf leben, ich kann damit so fahren, keine Sorge. Ja, mein Schatz. Viel Erfolg. Ja? Viel Erfolg. Komm, Schmidt. Nein. Geil, mein Schatz. Ist nur kurz. Wenn das der Fehler war, dann war es der schnellste Fehler oder die schnellste Fehlersuche, die ich je in meinem Leben hatte. Aber das ist immer so schön, um wahr zu sein. Weil ich kenne es eigentlich, wir hatten schon mal so ein ähnliches Problem gehabt. Aber das war, glaube ich, so ein Opel. Aber Opel und Ford, ja, so weit auseinander sind die auch nicht, oder? Wenn nicht, dann geht die Fehlersuche weiter. Yes, Baby! Vorsicht! Aber die Hupe geht nicht. Guck mal. Die verdammte Autobatterie. Das gibt's doch nicht. Doch, siehst du doch. Mein Gott! Was hättet ihr jetzt gemacht? Wahrscheinlich einen Generator getauscht. Das Auto. Oder das Auto, ja. Aber stellt euch vor, die Werkstatt sagt euch, ja, das war der... Warte, LKW, warte. Stellt euch vor, die Werkstatt sagt euch, ja, der Generator ist kaputt und der hat auch die Fahrzeugbatterie kaputt gemacht. Hm? Dann hättet ihr eine neue Fahrzeugbatterie und einen neuen Generator. Der Fehler wäre weg, aber der Fehler würde nicht am Generator liegen. Das glaubst du, wie deine Ma sich freuen wird, wenn das Auto fertig ist? Jetzt hole ich eine Fahrzeugbatterie, tausche sie aus und fertig. Ja, wir können noch einmal kurz Probe fahren nach unten. Der Fehler, der ist nicht sporadisch gekommen, der war permanent. Da. Fertig. Nichts. Oder wir lassen einfach den Jumpstarter angeschlossen. Sie hat doch schon einen. Sie hat schon einen. Leute, wenn ihr euch so einen Jumpstarter nicht holt, dann seid ihr selber schuld. Seht ihr? Fehlersuche mit einem Topdon-Diagnosegerät. Fehler behoben mit einem Jumpstarter von Topdon. Ja, den könnt ihr natürlich bei uns im Onlineshop kaufen. Ja, und wie man die Batterie ausbaut. Das seht ihr natürlich nicht in diesem Video, das verlinke ich euch. Da habe ich ein uraltes Video noch drin stehen. Da, wo sie das Fahrzeug noch geholt hat oder erst geholt hat, habe ich das Video gemacht. Ich glaube, das ist vor 6 Jahren oder so aufgenommen worden. Ja, 6 Jahre alt. So alt darf sie werden. Älter nichts, sonst wird die Batterien, dass sie nichts verdienen. Seht ihr? Also, geil. Kein Generator. Zellenschluss der Batterie. Die Batterie ist einfach futsch gegangen, da war irgendwo wahrscheinlich zu viel Wasser drin, anstatt Säure. Keine Ahnung, Hauptsache wir haben den Fehler gefunden. Ciao, mit meinem Life.